Hallo du, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Freue ich mich. Hallo Annabelle. Also heute? Also gestern hatte ich noch eine Anleitung gemacht, wie man den Obstsalat herstellen kann und die Freundschaftspunkte erhöhen kann. Da habe ich noch eine kleine Anmerkung. Wenn ihr Nora oder Lee als Freundschaftspunkt erhöhen wollt, könnt ihr den auch regelmäßig, die stehen ja manchmal in der Stadt herum. Und dann könnt ihr den einfach was spenden und dann geht halt dort auch die Freundschaft und euer Ruf natürlich nach oben. Oh, guck mal. Eine fortgeschrittene Textilmaschine haben wir hergestellt. Super. Also nicht hergestellt, bekommen. Und damit könnt ihr natürlich auch noch zusätzlich dort euer Ruf bei den beiden natürlich erhöhen. Und euer Ruf allgemein. Das ist mir dann noch eingefallen. Hätte ich mal hinzufügen sollen. Aber das schreibe ich wahrscheinlich unter den Kommentaren mal hin. Mal sehen, was wir heute für eine Quest bekommen. Und natürlich, die Handelsquesten sind natürlich auch. Das werde ich wahrscheinlich auch noch mal drunter schreiben. Gestärktes Glas, Schreibtischlampe, Wandlicht. Ah, sehr toll. Ich weiß nicht. Ich weiß ja alles nicht, wie die hergestellt werden. Ich mache mal gestärktes Glas und hoffe inständig, dass ich das einfach machen kann. Hallo Anton. Dann werden wir heute die Brillengläser abgeben, wo auch immer die schon wieder geblieben sind. Ja, die habe ich wahrscheinlich hier da. Aber ich würde sowieso sagen, dadurch, dass wir heute mal ein bisschen dann Zeit haben, wobei, da gucken wir erstmal. Ich möchte erstmal wissen, ob wir wirklich Zeit haben. Was wollte ich jetzt machen? Aha, nicht schon wieder. Nee. Ach so, ja, wir wollten gestärktes Glas. Wie kriegt man das? Ja, super. 3 Stück brauchen wir. Kriegt man in einer gefahrvollen Ruine oder die verlassene Ruine? Aber ich habe davon so viel. Ich glaube nicht, dass ihr die braucht. Wenn ihr die braucht, dann weiß ich nicht. Guckt ein Video, wo ich die tausendfach geholt habe. So. Die stellt sich also jetzt schon her. Und ich würde sagen, dann haben wir die Zeit, mal heute zum Forschungszentrum zu gehen. So. Ja, ich weiß nur nicht, was. Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ich hätte die mal sortieren sollen. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Ja. Na toll. Ja. Super. Ah, hier sind welche. Ich wollte nur mal gucken, ob es schon mal ausreicht, um irgendwas herzustellen. Aber ich glaube irgendwie nicht. Und konnte man das tragen? So, hier sind noch welche. Na, ich weiß auch nicht. Ich habe mir einfach so gedacht. Gehen wir da einfach mal gucken, weil ich da keinen Plan habe, was man dafür braucht. So, dann gehen wir noch die Baumschule retten, weitermachen, weil wir haben ja das Wasserrad und den Wassermotor. Das können wir also abgeben.
Und wie ich schon sagte, die Brillengläser können wir abgeben. Damit das mal weitergeht. Außerdem haben wir ja heute ein Forschungsprojekt wiederbekommen und vielleicht. Du hast was Neues entdeckt? Ja, ich habe diese komischen Linsen in den Ruinen gefunden. Weißt du, was das ist? Das ist ja nett. Gefärbte Gläser. Das ist keine gewöhnlichen Linsen. So viel ist sicher. Hey Merlin, schau dir das mal an. Was haben wir denn hier? Interessant. Das schaue ich mir an. Du kannst morgen wiederkommen. Ach, ich wollte jetzt einfach mal zwei Gläser oder was? Ja. Hallo, hast du etwas Neues entdeckt? Ich weiß nicht, ob ich genügend habe. Ach ja, habe ich. Ja, dann läuft das schon mal. Mal gucken, ob ich hier was. Nö, 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 gar nichts. Einfach zu wenig. Aber ich habe sowieso noch nicht begriffen, wofür man die braucht. Also nicht so schlimm. Nö. Nö, brauchen wir nicht. Müssen wir alles wieder abgeben. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Baumschule. Oh! Wir gehen jetzt erstmal zu Gas. Ja, endlich! Er ist jetzt unser Kollege und wir haben auch noch Freundschaftspunkte woanders bekommen. Könnten die Leute aufhören, mir über den Weg zu laufen, wenn ich. Kann man Higgins beklauen? Nein. Er steht auch gerade dabei. Na, das würde mich nicht hindern. Ich würde dann einfach abstreiten. Nein, ich hab das nicht. Ich hab da keinen Barren rausgenommen. Aber ich hab dich genau dabei gesehen. Nee, das. Muss dich geirrt haben, als ob ich dich beklauen würde, wenn du. Und wenn dann Alu kommen würde, würde ich sagen, ich beklau den doch nicht, wenn der direkt daneben steht. Wie untypisch hört sich das denn an, dass ich einfach Leute beklaue, während sie zugucken? Also, das würde niemand machen. Also, das macht er bestimmt nur aus Hass mir gegenüber, dass er das behauptet. Hat sich bestimmt gedacht, ah, zuerst erzähle ich rum, dass mir des Öfteren Bahnen geklaut werden und dann erzähle ich rum, dass ich dabei war, als mir die Bahnen geklaut worden sind, damit ich mich als Zeuge zeigen kann oder so. Weiß ich nicht. Ja, wenn man dreist ist, es gibt auch so Leute, die gehen in ein Museum rein und nehmen sich einfach ein Bild und gehen dann mit den sehr teuren Gemälde einfach raus. Weil niemand in Frage stellt, dass jemand, also niemand würde denken, jemand ist so dreist, wenn er das Bild nicht einfach abnehmen darf, dass der da einfach in ein, ja, ein ganz normalen Museum reingeht und dann einfach mal das Bild sich krabbt. So, Wassermotor eingesetzt. Und ich weiß jetzt nicht, wo man das Wasser hat. Wahrscheinlich hier unten. Ja. So. Dem-dem. Ja. Ja. Guck, das da oben haben wir auch ganz blitzschnell. Habt ihr gesehen, oder? Wie wir das. Oh, ist das eine Truhe? Ja, eine Truhe. Ah, Tierknochen. Super. So, jetzt müssen wir hier irgendwie Hallo sagen oder so. Ne, die Wasserlager und Sprinkler hier. Immer diese Sachen. Es hört nicht auf, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Ich meine, man gibt eine Aufgabe ab und hat dann drei neue. So, irgendwie. Und dann muss man da dann wieder Arbeit reinsetzen. Wir geben jetzt erstmal die ganzen Teile wieder an einem. So, zwei sortieren wir in zwei, vier in vier,
4 und 4. 3, 3. 1. Ich weiß, dass die noch nicht so sortiert sind, dass die zusammengehören, aber dann sehe ich erstmal, ob ich überhaupt sortieren kann man später mal. Die gehören zumindest zusammen. Immerhin etwas, Leute. So. Dann gehen wir morgen die Wasserlager und den Sprinkler an, würde ich sagen. Wir gehen mal kurz gucken, ob wir irgendwas vorbereiten können. Wobei das natürlich auch nicht so... Ja, stellen wir davon noch welche her. Ciao. Was ist hier? Kein Eisenerz mehr. Okay. Das verstehe ich dann. Benzin aufgebraucht. Das ist natürlich nicht gut. Da. Woher soll... Naja. Wasserlager. Okay, nochmal. Wo sind die Sprinkler? Das scheint mir nicht so schwierig zu sein. Nö, das ist auch nicht schwierig. Warte mal. Wie viel Sprinkler? 4. Okay, das ist sehr leicht. Also, das Kupferrohr wisst ihr, woher ihr das bekommt. Und Ventil bekommt ihr in den Kläranlagenruinen. Einfach mal da die Bosse durchzischen, dann kriegt man da immer mal ein paar. Ja, wir brauchen ja nur 4. Moment, ich guck mal kurz was anderes. Ach so, und in den Ruinen Level 2 sollen es die Ventile auch geben, angeblich. Also wie ihr Relikte halt immer wieder rausbuddeln könnt. Aber eigentlich ist eher bevorzugt, wenn ihr diese Kläranlagen einfach mal durchgehen, paar Bosse killen, Level 1, Level 2, und dann habt ihr das auch. Können wir das direkt Hartholz dealen? Haben wir so viele? Dann können wir das ja direkt machen. Ja, guck mal. Haben wir. Aber irgendwie müssen wir auch mal uns jetzt beeilen. Das Spiel ist echt so, dass man einfach so, wie ihr jetzt gerade merkt, so... Ja, ich will nicht das Kupfer... Warte mal, ist das das Falsche? Hartholz-Stil? Nee, das ist das Richtige. Haben wir nicht genügend? Doch. So, was brauchen wir noch? Eisenbahn, 15 und Kupferrohr. Eisenbahn, 15 haben wir natürlich nicht und Kupferrohr haben wir wahrscheinlich auch nicht. Ich schau mal gucken, ob es reicht. Nee, 8 brauchen wir. Und weil wir ja auch keine Kupfer... Guck mal, was war denn das? Eisenbahn brauchen wir. Eisenbahn, wo seid ihr? Oh, ärgerlich. Dann müssen wir jetzt nochmal in den Ruinen gehen. Und die Quest natürlich nicht vergessen. Wir gehen jetzt noch schnell für euch. Das haben wir gemacht, oder? Ja. Haben wir uns das tägliche Rezept abgeholt? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal.
Na, ich gehe jetzt noch mal gleich gucken, ob wir das tägliche Rezept angenommen haben. Dann gehe ich noch mal die Quest abgeben und ich gehe in den Ruinen noch mal für euch gucken, dass ich Eisen bekomme. Wobei, soll ich euch mitnehmen? Wollt ihr mitkommen? Ansonsten schaltet ihr einfach aus. Also ganz irgendwo. Was denn? Ich brauche etwas, um ein Wandlicht. Klingt toll. Ein Wandlicht. Okay, das schreibe ich mir für morgen auf. Moment. Pauli braucht ein Wandlicht. Pauli braucht ein Wandlicht. Wir gehen nochmal zur Ruine und zahlen uns dort dumm und dämlich. Ja, und wir könnten auch mal, oh, so viel auf einmal wieder. Das ist, wenn man alles machen möchte, alles auf einmal. Dann fängt man da an, dann hört man da auf, dann hat man wieder drei Sachen, wo man neu anfangen kann. Na. Hat schon wieder so eine alte Oma. So, nörgel, nörgel, nörgel. Jetzt weiß ich noch nicht mal, ob ich hier graben möchte nach Dingen. Meine, wäre ja schon mal toll, wenn wir so ein paar Relikte finden würden. Das habe ich echt vernachlässigt. Haben wir noch eins, was ein bisschen weiter oben ist? Nee. So. Wisst ihr was? Ich glaube, ich kaufe dann am Eingang einfach die Sachen weg. Da kann man nämlich auch Sachen kaufen. Weil das ist das Blöde. Man braucht ja eigentlich die Eisendinger, wenn man hier reinläuft. Die Erze. Und wenn man aber Relikte dann sammeln möchte, dann macht man die ganz, dann kriegt man halt kaum was raus. Und ich weiß auch noch nicht genau, wofür man diese Relikte hier überhaupt haben möchte. Aber irgendeinen Sinn werden die ja sein. Also irgendwas wird es ja schon. Ja. Äußerst planunmäßig. So. Oh, einen industriellen Motor schon wieder. Das ist nice. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Boah, hier ist was hasse. Das ist direkt der nächste. Alte Teile ist auch immer gut. Mal erstmal gucken. Das sieht näher aus. Ich glaube, ich werde demnächst mal ein Video machen. Wenn ihr das jetzt hört, werde ich es wahrscheinlich schon gemacht haben oder ich mache einfach gar keins. Was passiert, wenn man den Höchstpreis bei der Kirche spendet? Wenn man so viel Gold, denn ich meine, es ist schon eine Menge Geld, aber was passiert dann? Kriege ich dann auch nur ein bisschen Ruf oder... Ich glaube, ich spare da einfach mal, bis ich das Gold habe. Ich meine, ich habe sowieso keine Gold-Probleme seit meinem Video mehr. Weil.
Ich beherzige halt einfach die Tipps, die ich gegeben habe. Und wupp. Und dann kann ich euch ja mal berichten, was denn passiert. Das würde mich nämlich mal interessieren. Und wenn es mich interessiert, vielleicht dann auch irgendjemand da draußen. Und ihr müsst es ja nicht selber austesten. Ah, nicht genügend Ausdauer. Okay, M und E, um wieder rauszukommen. Und dann gucken wir noch kurz, ob wir was kaufen können. Nee, hier. Hier ist aber manchmal eine Truhe, wo man was kaufen kann. Das hat uns ja natürlich jetzt sehr doll gebracht. Also sehr viel. So. Ab nach Hause. Da gucken wir jetzt noch mal kurz, ob wir was vorbereiten können. Eisenbahn, ja, und Kupferrohr. Das Kupfer, ach ja, das hier. Abbrechen und erstmal die Bahn herstellen. Ja, zwei. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, aber einfach mal ein bisschen im Vorrat auch nochmal. So, dann können wir jetzt noch schnell, theoretisch, aber ich weiß nicht, ob wir in der Baumschule reinkommen. Morgen machen wir dann den Sprinkler, die Wasserlager und gucken, was das Forschungszentrum jetzt von uns möchte. Zusätzlich können wir ja noch, ja, sehen wir dann einfach, was ankommt. Bis morgen denn. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und einen schönen Abend euch noch. Tschüss, tschüss.